Herzlich willkommen zu Folge 75 von Isidor 2 History Edition Römische Kampagne Mission 7. Ich bin Sidon Simon, es freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Und hier möchte ich wieder, dass kein Gold hinkommt. Oh, da kommt nichts hin, bitte. Ich möchte warten, bis die frei sind. Dass wir, okay, wir haben da Granit. Werden wir abbauen, dann können wir vielleicht doch mehr mit Katapulten arbeiten, was ich gedacht hätte. Was auf jeden Fall gut ist. So, die füllen hier schön immer fleißig auf, das ist gut. Das bewirkt genau das, was wir haben wollen. Also wir haben halt 5 Gebäude, die Kohle verbrauchen, ne? Und wir haben 3 besetzte. Hier ist noch Kohle und hier scheint hoffentlich auch wieder Kohle zu werden. Okay, da funktioniert die Fischhütte tatsächlich wieder. Was? Das ist gut. Die beiden gehen auch. Sehr schön. Okay, wir brauchen noch über hier Kohle. Und da noch ein Kohlebergwerk. Nee, so machen wir das bestimmt nicht. Kommt Gold. Ist auch noch Kohle. Okay, die Granit lasse ich mal außen vor erstmal mit anschließen. Muss natürlich auch bedenken, dass wir nicht endlos . Ich check hier noch mal . Wenn ich so viele Eisenquellen tatsächlich haben . Okay.
abchecken jetzt. Ich möchte vor allem wissen, ob hier noch irgendwas zum Abbauen wäre. Kann ich mir gut vorstellen. Hier oben genauso. Ja, also hier scheint offenbar auch noch. Zumindest ein Eisenbergwerk können wir da noch platzieren. Dass uns die Nahrungsmittel nicht reichen, ne? Wenn wir jetzt deutlich mehr Bergwerke besetzen, wobei ich komplett am Versagen bin. Was die Eisenproduktion angeht. Ich glaube, ich hatte vorhin Stahl gesagt, ne? Ich meine natürlich so Eisenbahn. Werden. Ich mal hier ein bisschen hier hochsetzen. Ich achte ja manuell drauf, dass da nicht zu viel gebaut wird. Hiermit dürfte das eigentlich in Ordnung sein. So, wir werden auch hier eine Fischröte hinsetzen. Okay, die sind alle im Eimer. Okay, wir brauchen hier einen Steinbruch. Sehr gut. Ich hoffe wirklich, dass auch Spitzhacken das Richtige war. Wenn ich mich richtig entsinne, war es so. Oh, okay. Da wurde leider jetzt unsere Fischerhütte weggesprengt. Ja. Wollten aber unsere Katapulte hier auf Dauer richten. Hier können wir auch Fischhütten bauen. Ich denke, wir haben nur noch die Steine hier. So, das ist alle. Gesetzt worden.
sollte passen. Ja, hier ist nochmal Gold. Granit haben wir gefunden. Lass auch hier erstmal. Die ganzen Sachen nicht einlagern. Lass uns mal hier um die Burg rum checken, was es da zum Abbauen gibt. Ich hoffe irgendwie, dass es hier oben auch noch Gold gibt. Na, spätestens hier haben wir welches. Frag mich. Wir haben 5 Gebäude, die Kohle brauchen. So. Das Kohleberg will ich bald alle. Dann brauchen wir doch beide. Ärgerlich, ich hatte im Video offen, dass ich da bei einem aussetzen kann. Ich werde da nicht versorgen. Ich glaube, es. Die reichen erstmal. Hier liegen jede Menge Waffen drin, warum das nicht? So, bring hier mal den Weg. Sehr gut, das ist aufgehoben. Das ist sehr frech, was die hier treiben, ne? Problem ist nur, wenn ich anfange anzugreifen, ich bin nicht vorbereitet dafür. Ich meine, hier haben wir viele Generäle, aber wir haben halt keinerlei Truppenreserve. Wirklich gar nichts. Wenn die halt hier noch meinen Bauernhof wegsprengen. Gefällt mir nun wirklich gar nicht. Also ich müsste hier eigentlich was gegenbauen. Oder meine Katapulte müssten treffen.
hier oben ist vor allem Eisen, hier hinten ist Eisen. Bei der Hilfkreide hier nochmal ein Eisenbergwerk vor. Da haben wir noch ein bisschen Gold. Die haben. Okay, das finde ich jetzt nicht mehr lustig. Hier war Fischhöhle, ne? Die können wir schneller setzen. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, warum ich hier zwei Katapulte hingesetzt habe und die nichts treffen. Stressen sie zumindest nicht genug. Okay. Irgendwo mit mehr Sicherheit. Einen Bauernhof hinsetzen. Hier. Nichtsdestotrotz müssen wir uns hier irgendwas das gegenbauen. Weil das. Ich kann da nicht mal gegenbauen jetzt. Hier kann ich gegenbauen. Machen wir da einen Turm hin. Okay, wir haben hier besetzt. Immer zwischen den Folgen, ich weiß nicht, warum es sagt, ich hätte nicht gespeichert. Eisen. Was sein? Die beiden hier. Okay, wir haben. Also, das scheint auf jeden Fall hier echt. Entweder ich produziere was Falsches, oder da kommt einfach nichts an. Also kein Eisen an. Ich kann hier nichts rauslegen. So, weil die das hier noch abtransportieren. Na gut, es ist jetzt fast geschafft, nenn ich's mal. Wir doppeln hier nochmal die Wege. Sollte das noch ein bisschen schneller gehen. Aber ich tauche einfach so gerne in diese Spiele ein. Hier liegen auch noch Waffen und alles rum.
Und wir können hier noch einen Weg hochziehen. Ist nur den Bauernhof hier. Da ist genügend Platz. Gut ist, die Katapulte haben ewig Arbeit, genauso hier. Da kommen aber schwache Einheiten rein. Deswegen frage ich mich etwas. Verschwenden wir unseren Stein? Wir haben wirklich nicht viel Stein. Deswegen möchte ich ja hier auch mit den Granitbergwerken an Fluss legen. Es blockiert sich gerade alles gegenseitig. Mit dem Turm sollten wir auf jeden Fall die Ausbreitung hier stoppen, eindämmen können. Dann nochmal hier unten einfach zur Sicherheit was hinsetzen. Und wir haben kein Eisen auf Lager. Das macht auch durchaus Sinn. Okay, jetzt ist zum Beispiel eine rein. Ich warte, bis die Reihe gefüllt sind. Die arbeiten und dann wird man das abreißen. Weil Stein war's das. Quasi. Allerdings haben sie auch die Burg weggeballert. Das heißt, dass die jetzt volllaufen. Können wir lassen, falls hier was gebaut wird. Also voll aufgefüllt werden mit Stein. Und dann wird nur noch die bei dir geliefert. Wir brauchen natürlich Stein. Und zwar nicht zu knapp, um Burgen zu bauen. Die brauchen wir hin und wieder. Und ich nehme an, die Wachstuben hier brauchen auch Stein. Gewisse Menge. Wir lassen hier nochmal ein paar erkunden. Nur noch Gold ausgelagert. Okay. Also wir sind, glaube ich, auf einem ganz vernünftigen Weg. Wird es nun langsam Zeit, dass wir hier mal unsere Sachen an der Grenze schaffen, voll besetzt zu besetzen mit Einheiten. Da hängen wir immer noch deutlich hinterher. Das nur mal vorsichtshalber, dass da nirgendwo doch irgendwie Waffen eingelagert werden. Wir müssen alle hierher, wie hier die Einheit ausbilden können, schnurstracks. Ist. Nein, 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 nicht abreißen, aber beenden.
ich muss Pause machen, sonst wird die Folge, die ist eh schon wieder lang, aber noch länger. Ich bedanke mich, vielen Dank fürs mit dabei sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst euch gut gehen, haut rein. Ciao, ciao.